Hallo, mein Name ist Nicole Deitloff. Ich bin auch Mitglied im Forschungsverbund Normative Ordnung. Ich bin von Haus aus Friedens- und Konfliktforscherin, habe eine Professur für internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnung an der Goethe-Universität und bin Direktorin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. Ich beschäftige mich in meiner Forschung vor allen Dingen mit Konflikt und Ordnung, wie man anhand meiner disziplinären Zuordnung schon erahnen kann. Ich arbeite viel zum Beispiel zu Konflikten rund um Normen und der Frage, wann Konflikte Normen eigentlich schwächen, zu Herrschaft und Widerstand, also unterschiedlichen Widerstandsbewegungen, wie sie eigentlich mit Herrschaftsstrukturen zusammenhängen und generell dazu, ob die Demokratie nicht letzten Endes auf Streit aufbaut und aufbauen muss, um sich eine Demokratie nennen zu dürfen. Das ist so vielleicht ganz grob zu mir. Jetzt zur Frage von Matthias Kettemann. Ja, lieber Matthias Kettemann, das wäre natürlich schön, wenn Normen sozusagen die Profiteure der Krise wären, weil in der Krise sozusagen alle zusammenstehen und damit eben auch die bestehenden Normen unterstützen. Ganz so einfach ist es leider nicht. Wir wissen zwar, dass in der Tat es so ist, dass in Krisen kurzfristig der Zusammenhalt wächst, also man rückt zusammen in der Krise, vor allen Dingen aber rückt man zusammen mit dem Blick nach oben. Das heißt, was wir wissen, ist eben, dass der Ruf nach starker Hand, nach Führungsfiguren und Führung in der Krise kurzfristig immer sehr stark zunimmt. Also sozusagen die Obrigkeitshörigkeit, wenn man so will, zunimmt. Aber es ist eben leider auch ein Definitionsmerkmal von Krisen, dass sie das Bestehende gerade in Frage stellen. Irgendwas läuft ja aus dem Ruder, irgendwas funktioniert ja ganz massiv nicht mehr und dementsprechend wird alles auf den Prüfstand gestellt und das betrifft natürlich dann auch die Normen. Und das heißt, je länger sozusagen oder je stärker sich eine Krise entfaltet, desto stärker werden auch die bestehenden Normen in Frage gestellt, sodass sie leider, leider nicht als Krisenprofiteure direkt zu sehen sind. Ja, wie beeinflusst eigentlich die gegenwärtige Krise meine Forschung, meine Arbeit? Tatsächlich bin ich ja Friedens- und Konfliktforscherin, das heißt, ich habe eigentlich schon relativ viel mit Krisen und Konflikten zu tun, sodass man meinen könnte, dass die gegenwärtige Krise eigentlich für mich gar nichts Neues ist. Aber natürlich verbinde ich mit der Corona-Krise etwas mehr, denn, und das muss man jetzt wirklich auch zweigeteilt sehen, es ist geradezu ein großes, aber ich sage das auch ganz bewusst in Anführungsstrichen, ein großes Forscherglück, wenn man tatsächlich hautnah eine solche Krise miterlebt oder wie wir in Frankfurt bei Normative Orders sagen könnten, aus der Teilnehmerperspektive erlebt. Das heißt, vom Beginn der Krise, dem sich formenden Wahrnehmung, dass es so etwas wie eine Krise ist, über die Frage, welche Entscheidungen in einer solchen Krise zu fassen sind, wo die Entscheidungen getroffen werden, wie Entscheidungen zustande kommen und dann eben auch, welche Konsequenzen sie haben, also über Krisenverläufe und eben auch natürlich über den Ausgang dieser Krise. Das ist ein großes Forscherglück, weil man so natürlich ja quasi wie im Labor Annahmen, die man über Ursachen von Krisen hat, über Verlaufsmechanismen, aber auch über die Auswirkungen von Krisen auf politische Systeme, auf Zusammenhalt, auf Kooperationsprozesse und so weiter und so fort. Das lässt sich natürlich unendlich auch fortsetzen. Die kann man jetzt wie in einem quasi Experiment tatsächlich verfolgen und das noch dazu eben aus dieser Teilnehmerperspektive. Das heißt, man hat jetzt eben auch die Möglichkeit, bestimmte Annahmen, die man vielleicht lange und gerne auch gehegt hat, auf den Prüfstand zu stellen und kann sehen, ob sie eigentlich treffen und in welcher Art und Weise sie eigentlich zutreffen. Das ist als Teilnehmer selber natürlich nach wie vor, wenn wir über die Corona-Pandemie sprechen, eine eher unschöne Erfahrung. Für die Forscherseele in mir ist es natürlich eigentlich ein großes Glück. Aber da sind wirklich zwei Seelen in meiner Brust, wenn man so will. Nichtsdestoweniger, also ich würde halt nicht sagen, dass man aus der gegenwärtigen Krise tatsächlich so etwas wie Allgemeingültigkeit ableiten kann oder zumindest keine allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten über Krisen, wenn wir mal von eher basalen Dingen absehen. Also ich habe das, glaube ich, am Anfang in meiner Antwort auf Herrn Kettemanns Frage schon versucht zu verdeutlichen, wenn wir nicht darüber sprechen, dass Krisen immer kurzfristig dazu führen, dass nach mehr Führung verlangt wird. Führung sich also akzentuiert im
gerade am Beginn einer Krise und auch so lange mehr Compliance, also Einhaltung von Führungsansprüchen zu beobachten ist, solange sie eben gut sichtbar und gut organisiert ist. Das ist was, was wir kennen. Und im Verlauf der Krise nimmt das auch immer ab. Genauso wie wir wissen, dass in Krisen einfach Kommunikation das A und O ist. Und da geht es zum einen darum, Transparenz zu schaffen, ganz, ganz wichtig. Zum anderen darum, aber auch öffentliche Diskurse zu steuern. Und wir erleben das gerade gegenwärtig, wenn es darum geht, Verschwörungstheorien und Ähnliches im öffentlichen Diskurs A zu erkennen und B dann auch etwas dagegen zu machen, um eben zu verhindern, dass in der Krise und in der Unsicherheit, die immer mit Krisen einhergehen, eben Teile der Bevölkerung absurdesten Theorien anhängen und darüber dann natürlich auch destabilisierend wirken können. Also klassische Probleme. Das sind, wenn man so will, ein paar der allgemeingültigen Aussagen, die man auch über die Corona-Pandemie machen kann. Aber ansonsten ist eben auch eine ganz klare Erkenntnis, dass jede Krise anders ist. Deswegen wissen wir eben auch im Krisenmanagement, wir können eigentlich nicht von einer konkreten, einer spezifischen Krise lernen, sondern wir lernen anhand von Krisenszenarien. Szenarien erlauben uns, uns auf Krisen vorzubereiten, aber nicht die Erfahrung beispielsweise der Corona-Pandemie. Also wenn wir jetzt eben, ich weiß nicht, 200 Millionen Schutzmasken tatsächlich horten würden, dann kann es sein, dass die nächste Krise eben eine Naturkatastrophe ist, in der sozusagen keine Masken benötigt werden, sondern stattdessen werden dann, ja, weiß ich jetzt auch nicht, werden dann Unterwasserfahrzeuge benötigt oder irgendwas anderes. Darum, es geht nicht darum, dass wir tatsächlich sozusagen die spezifische Krise nutzen, sondern es geht darum, dass wir wissen, wie wir Ressourcen und Personal zusammenziehen können und wie wir Entscheidungsabläufe und Kommunikationsstrukturen so hinbekommen, dass, wenn die Krise auftritt, wir sie effizient und effektiv managen können. Das ist eigentlich das, was Krisen sozusagen uns abverlangen, wenn man so will. Was hat die Krise für Auswirkungen auf internationale Beziehungen? Das ist natürlich ein Bereich, der mich ganz besonders umtreibt gegenwärtig. Also wir haben ganz viel darüber gesprochen oder es wird ganz viel darüber diskutiert, welche Auswirkungen der Shutdown hat und Ähnliches. Aber für mich, nicht viel, aber für mich natürlich von meiner eigenen, von meinem disziplinären Hintergrund interessanter ist, wie wird die Welt aussehen, die aus der Corona-Krise herauskommt? Wird beispielsweise Globalisierung oder Vernetzung, wird sie abnehmen, wird sie zunehmen? Werden wir ein weniger an internationaler Kooperation sehen oder ein mehr? Werden internationale Institutionen, die ja in den letzten Jahren immer mehr in die Krise geraten sind, werden sie jetzt wieder stärker werden? Wird die Krise für sie zur Chance oder werden sie noch mehr an die Wand gedrückt zugunsten nationaler Lösungen? Die Europäische Union ist ja dafür gerade sozusagen unser Experiment. Also kann sozusagen die Europäische Kommission die Corona-Krise nutzen, um ihre innere Zerrissenheit zu überwinden und eine neue Integrationsphase zu starten, weil man ja eben auch merkt, diese Corona-Pandemie lässt sich eben nur durch Kooperation, lässt sich nur geeint tatsächlich effektiv managen oder zerbricht sie gerade jetzt, weil selbst in dieser Situation die Mitgliedsländer nicht in der Lage sind, die Solidarität aufzubringen, um zu gemeinsamen Lösungen zu geraten. Also geradezu ein Experiment. Ja, schafft es die EU oder schafft sie es nicht? Und das ist natürlich sozusagen auch eine schöne Frage, die man nicht nur sozusagen immer den Friedens- und Konfliktforschern stellen sollte, sondern einfach auch mal den Philosophen damit. Lieber Herr Forst, wie halten Sie es denn mit der EU? Wird sie die Krise sozusagen als Chance nutzen können? Wird sie die Profiteurin dieser Krise sein können? Wird es ihr gelingen, daraus oder sich am Schopf sozusagen selbst aus dieser Krise zu ziehen oder wird sie von der Corona-Krise endgültig zermalmt? Ich bin gespannt auf Ihre Antwort.